Sehr geehrte Damen und Herren, jetzt war wieder weg. Ich darf Sie sehr herzlich hier bei der Denkmal für die Synagoge Eitelberger Gasse begrüßen. Zu dem Gedenken, heute vor 76 Jahren brannte die Synagoge. Die Kinder haben schulfrei bekommen der angrenzenden Schulen, um sich dieses Schauspiel anzusehen. Und ich habe mir für dieses heutige Gedenken gedacht, dass es vielleicht manches Mal besser ist, nicht die normalen Reden zu hören, sondern etwas ganz anderes versucht, weil bei der heutigen Gedenkfeier, bei der Tafel in der Fichtnergasse, hat der Professor dann gemeint, Professor Kadan, man wundert sich manches Mal, warum es so lange gedauert hat, dass es ein Gedenken in Österreich gegeben hat. Und das war ist ein wunderbares Stichwort für den heutigen Versuch. Und ich möchte mich sehr herzlich bedanken, dass die Frau Bezirksvorsteherin und der Professor Gerhard Schmidt, also von ÖVP und SPÖ, sie heute zugestimmt haben diesem Wagnis. Denn wir möchten heute Aussagen nach 1945 von Politikern von ÖVP und SPÖ, und sie werden wechselweise gelesen, vortragen, die, glaube ich, sehr zum Nachdenken anregen und dann auch wohl oder übel eine Antwort darauf geben, warum es in Österreich so lange gedauert hat. Also wir haben es übertitelt, böse Worte zum Gedenken. Manches Mal, glaube ich, ist es auch ganz gut, wenn man eben böse Worte findet. Mir obliegt es nur, die Einleitung zu bringen, nämlich das Staatsgesetzblatt der Republik Österreich vom 1. Mai 1945. Darin steht geschrieben, da, es ist die Tatsache, dass die nationalsozialistische Reichsregierung Adolf Hitlers das Macht- und willenlos gemachte Volk Österreich in einen sinn- und aussichtslosen Eroberungskrieg geführt hat, den kein Österreicher jemals gewollt hat. Also das macht- und willenlos gemachte Volk. Die Österreich-Erklärung der alliierten Außenminister vom 30. Oktober 1943, hier findet sich der Satz, die Regierungen des Vereinigten Königreichs, der Sowjetunion und der Vereinigten Staaten von Amerika sind darin einer Meinung, dass Österreich das erste freie Land, das der typischen Angriffspolitik Hitlers zum Opfer fallen sollte, von deutscher Hand befreit werden soll. Und dann kommt die zweite Erklärung, die meist weniger beachtet und weniger zitiert wird. Österreich wird aber auch daran erinnert, dass es für die Teilnahme am Krieg an der Seite Hitler-Deutschlands eine Verantwortung trägt, der es nicht entrinnen kann. Und das anlässlich der endgültigen Abrechnung Bedachtnahme darauf, wie viel es selbst zu seiner Befreiung beigetragen hat, unvermeidlich sein wird. Ich lese jetzt einige Äußerungen von ÖVP-Politikern der Nachkriegszeit. Ich möchte aber eines vorausschicken, weil ich dann auch Leopold Figl lese, der selbst im Konzentrationslager war und der auch ein bedeutendes Opfer des Nationalsozialismus war, dass das hier keine Anklage ist oder dass das hier kein Versuch ist, die Leistungen großer österreichischer Politiker der Vergangenheit in irgendeiner Art und Weise herunterzuwürdigen. Landwirtschaftsminister Kraus am 9.11.1948. Ich weiß aber nicht, wie gerade jetzt eine Rasse besondere Privilegien bekommen soll. Andere, die nicht weggingen, bekommen keine Unterstützung. Die Juden aber sollen eine solche erhalten. Und Alfons Gorbach, der spätere Bundeskanzler im Jahr 1949, da mögen die Herren Emigranten noch so viel Moralinsäure verspritzen, jene, die draußen an der Front ihren Mann gestanden haben, wissen besser, was anständig ist, als jene, die sich beim ersten Kräuseln des Ozeans in Übersee in Sicherheit gebracht haben. Ich spreche den Emigranten das Recht ab, in der NS-Frage mitzureden. Mir obliegt es jetzt, Zitate von SPÖ-Politikern
zu lesen. Das heißt, wir haben da die Rollen absichtlich getauscht. Wie ich die Texte erhalten habe, mir ist wirklich kalt über den Rücken gelaufen. Also es ist ganz, ganz schlimm, wenn man das in der heutigen Zeit liest. Und ich glaube, das Wesentliche ist einfach wirklich, das aus dem Zeitverständnis herauszusehen. Und dann sind wir eben wieder bei dem Punkt, der heute in der Fichtnergasse bei dieser sehr berührenden Enthüllung im Gedenken an die damals ermordeten Schüler und Lehrer enthüllt worden ist, wo es auch darum gegangen ist, warum hat man erst zu spät angefangen. Und ich sage nur ganz kurz aus meinem eigenen Erleben, ich bin in Gmunden ins Gymnasium gegangen und habe die ganze Gymnasiumzeit in Ebensee gewohnt. Und das war damals einfach noch so ein dermaßen großes Tabu, dass dieses KZ am Ortsrand gestanden ist. Also das ist dann erst 1990, in meinem Matura-Jahr, ist das wirklich mal zur Gedenkstätte ausgebaut worden. Und so denke ich, ist einfach das auch zu sehen, und die Geschichte braucht ihre Zeit, bis sie aufgearbeitet wird. Ich lese jetzt den SPÖ-Wahlslogan für Bundespräsidentschaftskandidat Adolf Scherf 1957. Wer einmal schon für Adolf war, wählt Adolf auch in diesem Jahr. Und ich lese den Handelsminister Ernst Kolb aus dem Jahr 1946. Österreich hat nichts gut zu machen, weil es nichts verbrochen hat. Und Leopold Figl sagt am 14.01.1947, die Juden wollen halt alle recht rasch reich werden. Wir heißen alle Österreicher bei uns willkommen, aber als Österreicher, nicht als Juden. Und dasselbe weiter. Die großen Deportationen haben erst 1942 begonnen, da waren unsere Juden gewöhnlich schon fort. Adolf Scherf hat 1952 gesagt, die Zahl jüdischer Opfer ist wohl verhältnismäßig gering. Karl Renner als Bundespräsident hat in einer Kabinettssitzung im August 1949 gesagt, es wäre doch unverständlich, dass man jeden kleinen jüdischen Kaufmann oder Hausierer für seinen Verlust entschädigt. Aber die Sache ist nach meinem Gefühl doch so, dass alle diese kleinen Beamten, diese kleinen Bürger und Geschäftsleute bei dem seinerzeitigen Anschluss an die Nazi gar nicht weittragende Absichten gehabt haben. Höchstens, dass man den Juden etwas tut, vor allem aber nicht daran gedacht haben, einen Weltkrieg zu provozieren. Nun ist alles vorbei. 1945 ist der endgültige und völlige Untergang des alten österreichisch-ungarischen Reichs. Mit ihm ist auch die Grundlage des jüdischen Handelns verschwunden. Entschuldigung, des jüdischen Handels verschwunden. Die meisten Juden sind vernichtet und ihr Eigentum in ganz Osteuropa als deutsches Eigentum beschlagnahmt worden. Unter russischem Einfluss werden nun verstaatlichte Volkswirtschaften aufgebaut, die jüdischen Familien keinen Platz einräumen werden. Und selbst wenn es Platz gäbe, glaube ich nicht, dass Österreich in seiner jetzigen Stimmung Juden noch einmal erlauben würde, diese Familienmonopole aufzubauen. Sicherlich würden wir es nicht zulassen, dass eine neue jüdische Gemeinde aus Osteuropa hierher käme und sich hier etabliere, während unsere eigenen Leute Arbeit brauchen. Dann noch Zitate von Theodor Körner. Die Urheber solcher unwahrer Erzählungen, die als ärgste Brunnenvergiftung bezeichnet werden können und geradezu an Rufmord an der Heimat grenzen, sind uns bekannt. Ein für alle Mal sei festgestellt, dass es außer den von den Nazis in der Zeit ihrer Herrschaft über Österreich organisierten Ausschreitungen in Wien Judenpogrome überhaupt niemals gegeben hat. Jetzt aber ist die Behauptung, dass nur die Anwesenheit der Besatzungstruppen derartige Ausschreitungen verhindere, ein blanker Unsinn oder bewusste Verleumdung. Es ist in Wien niemals zu antisemitischen Ausschreitungen jenes Umfanges gekommen, wie sie in anderen Ländern schon lange vor Begründung des Nationalsozialismus auf der Tagesordnung waren. Denn der Wiener ist Weltbürger und daher von vornherein kein Antisemit. Antisemitische Tendenzen sind ihm auch jetzt vollkommen fremd. Erzählungen darüber sind bewusste Lügen oder gedankenloses Geschwätz.
Leopold Figl zitiert im Kleinen Volksblatt am 21.08.1945. 7 Jahre schmachtete das österreichische Volk unter dem Hitler-Barbarismus. 7 Jahre wurde das österreichische Volk unterjocht und unterdrückt. Kein freies Wort der Meinung, kein Bekenntnis zu einer Idee war möglich. Brutaler Terror und Gewalt zwangen die Menschen zu blinden Untertanentum. Auch die Shoah-Opfer können, ja müssen sogar das ihre zum Erfolg von Menschlichkeit, Gerechtigkeit und Moral beitragen. Gerade diese Stunde der Trauer und des Gedenkens scheint mir besonders geeignet zu sein, diese Forderung einmal in aller Deutlichkeit auszusprechen. Und Leopold Figl an anderer Stelle weigerte sich im September 1946, 500 in Rumänien gestrandete Juden aufzunehmen, weil dies zur Überfremdung und zum Aufleben des Antisemitismus führen würde. Als Beleg der Duldsamkeit der Österreicher gegenüber Juden führte er 1947 an, er wisse von einem Juden in Bad Gastein, der schon 120.000 Schilling und 4 Anzüge erwirtschaftet habe. Das österreichische Volk ist nicht so geschäftstüchtig. Zitat Ende. Es geht hier nicht um Anklage einzelner Personen, es geht darüber nachzudenken, warum und in welchem Zusammenhang man damals diese Haltungen, diese Meinungen vertreten hat. Und es ist uns vorbehalten, aus dem Wissen der Geschichte und der Entwicklung der Zeit, das auch offen und sehr, sehr kritisch und auch sehr selbstkritisch anzusprechen. Das war der erste Teil der bösen Worte. Vielleicht gibt es beim nächsten Gedenken nochmals böse Worte, aber vielleicht gibt es einmal eine Zeit, wo diese bösen Worte ausgehen, und ich glaube, alle, die hier sind, werden das sicher dazu beitragen. Danke vielmals, auch Ihnen für die Vorbereitung.